Hi Rido. Hallo Udo, hallo Reto. Habe mich so beschäftigt die letzten Tage, wie mit der Relativitätstheorie habe ich mich, ist nochmal da und diese Quantenverschränkung. Und da musste ich das gestern nochmals für mich verarbeiten, war genial. Das Ganze. Hast du das mit dem Lichter angeschaut im alten Parlament, die zwei Sachen? Habe ich dir das gegeben? Ja, habe ich schon mal gesehen, kenne ich, ja. Die zwei Teile? Ja. Wo ja schön ja das Achsenkreuz dann auf die Kugeloberfläche. Ich habe dir das ja eh schon alles gezeigt. Ja. Aber was hier interessant ist, wenn du jetzt die Videos anschaust, dass du merkst, jetzt den wir uns ausdenken, dass der wirklich verkalkt und der kommt in der Situation, dass dort der Moderator Fragen stellt und dann merkst du, wie es in seinem Kopf denkt und er sucht nicht, dass er keine Antwort wüsste, sondern er stellt eine ganz einfache Frage von ihm aus gesehen und er denkt halt in einen größeren Komplex und er merkt, er kann, egal was er jetzt in zwei, drei Sätzen sagt. Ich habe gerade mit die Donis geskypt und da war das Beispiel, was ich denke, mit seinem Udo wäre in einer so einer Diskussionsrunde, so wie im Fernsehen, ne, pass auf. Und ich hätte jetzt immer bloß 1 bis 2 Minuten Sprechzeit oder 3 Minuten. Ich würde erst gar nicht hingehen, weil da brauche ich gar nicht anfangen. Ganz genau. Aber was dann kommt, das alte tief, glaube ich, am Materialismus mitschwingt, mit der Vergangenheit und du merkst es, der verbindende Parameter ist der Geist, der sich's ausdenkt. Es ist ja so eine einfache Erkenntnis, dieses und das bin ich. Und der ist nichts Ausgedachtes. Ganz genau. Nein, das sitzt voll drin Das jetzt. ist, dann geht das Bewusstsein auf. Ganz Und genau. es ist Schattenboxen, irgendwie einen Gedanken, was verändern zu wollen. War noch Es sind spannend. wie die Charaktere, die Tierchen, du weißt nicht, wie oft ich das wiederhole. Es ist bei jedem Romanfigur komme ich nicht auf die Idee, viel verändern zu wollen als Leser. Ich kann mich über einen aufregen, wie kann man bloß so sein, aber da muss ich mir bewusst machen, kann der sich raussuchen, dass er so schrecklich, so grausam als Charakter festgelegt wurde vom Autor. Und dasselbe kannst du übertragen auf die Tierchen im Zoo. Genau. Jedes Tier ist so, wie es erschaffen wurde. Genau. Ja, so kriegt man den absoluten Seelen. Kein Tier kann sich was aussuchen, dass es so ist. Und ich will die ja nicht verändern. Genau. Aber was passiert, wenn Trockenausnahmen in dir auftauchen? Genau. Was macht dann dein Programm? Eine klare Vorstellung, wie ein wirklicher Mensch zu sein hat, ein guter Mensch zu sein hat, wobei die Meinungen, was ein guter Mensch ist, natürlich ganz, ganz gewaltig auseinandergehen. Und da halte ich mit einem tiefgläubigen Katholiken und mit einem tiefgläubigen Moslem. Unterhalte ich mit einem Linken und mit einem CSUler. Und dann prallen die Einseitigkeiten, die wir uns jetzt ausdenken, auseinander. Oder den Westen und den Osten ganz grob. Was ja jetzt die Anstalt, wo du schickst, wo du ja merkst, dass die Mainstream-Medien, die wir uns ausdenken, natürlich, wenn du an denen klebst, ist der Westen immer der Gute. Wobei das so offensichtlich ist in der Zeitgeschichte, dass der einzige Aggressor eigentlich der Westen ist. Genau. Und dass gerade das Druckmittel, das dir verkauft wurde, als segensreich ist das Wort Demokratie. Das ist die komplette Entmündigung. Das ist, wenn du nur einmal mit bewusstem Geist dein Werbefernsehen anschaust von dieser freien Presse, wo du zugeschissen wirst mit Manipulation und alles, schrei dich an, kauf mich und Geld und Geld und kauf mich und kauf mich. Und ich könnte jetzt, wenn ich werden wäre, könnte ich sagen, als normaler, bewusster Mensch, wenn du die Gegenseite sehen kannst, könntest du das Kotzen kriegen, wenn sich Politiker hinstellen und sagen, hier Aufschwung und der Konsum wird an und es geht wieder bergauf, sie fangen wieder an zu konsumieren. Und dann das ganze das Spiel mit der Börse, dieses Geld machen, wo ich sage, wo sind die ganzen Wirtschaftsprofessoren? Kennen die Fabian und die 5% nicht als Märchengeschichten? Das ist so unendlich offensichtlich. Das war dann alles unter den Tisch gekehrt. Das war zu Tod geschwiegen. Und dann werden Meinungen, der normale demokratische Mensch, oh, jetzt habe ich noch, warte mal einen kleinen Moment, Rede, bin gleich wieder da. Da geht es ja halt zu wie einen, ich habe gerade die Donis haben so lachen müssen, weil ich gesagt habe, das ist ja eigentlich, wenn man das jetzt richtig versteht, kannst du ja bloß immer um den B-Rei herumreden. Ja, genau. Ja. Obwohl das alles eigentlich im Und, Spiel ist. ja, genau. Ich habe dann so gefunden, so in der Hologrammatik habe ich eine Metapher, andere Metapher, wo wir mit dem Licht und die Facetten haben, wo ich sage, das Wasserbecken, das ist nur ein Wasser. Ja. Ich kann mir jetzt, das Wasser ist wie ein Bild. Ich kann mir jetzt in das Wasser, kann ich mir Wassertropfen oder Wassermoleküle reindenken, was nichts daran ändert, dass es nur Wasser ist. Genau. Das ist schon, es sind praktisch Grenzen, die ich ziehe, die gar nicht vorhanden sind. Das ist mit drei, mit zur, wo Genau. ich dir erklärt habe. Ja.
Genau. Und dann habe ich jetzt die ersten Unterschiede sind, wenn ich Wellen aufschmeiße, dann die Oberwellen, die sind aber immer noch dasselbe Wasser. Ja. Und ganz oben die Geischt, die sind dann, die sich illusionär lösen davon, so wie sich das vorm Spiegel angeblich vom Spiegel gelöst hat, wobei du ja davon rumgehst, weil das vorm Spiegel ist, das wieder Materialismus, ist das im Spiegel, ist ein Blödsinn. Du bist der Spiegel. Das, was im Spiegel ist, eigentlich, du würdest sagen, hinterm Spiegel, aber im Spiegel ist, das ist dein Gedanke und der Wellental ist das vorm Spiegel, die Form, die du jetzt raumzeitlich wahrnimmst. Genau. Das ist immer genau gespiegelt. Genau. Das sind also die Tropfen sind eigentlich in dem Fall jetzt, oder das, was du dir denkst, entspricht jetzt dem Geist des Funken, wenn du das Wasser als das Licht im Tetraeder siehst. Den man ja beim Lichter schön sieht, wo er das Achsenkreuz dann auf die Kugeloberfläche aufbaut und dann kriegst du hier die vier Punkte, gehen dann den Tetraeder, die vier Eckpunkte vom Tetraeder. Ja, Und fantastisch. dann legt er das gespiegelt, die vier Billardkugeln, wo da gezeichnet sind, du hast die Zeichnung im Kopf, das sind dann die konkaven Räume, das ist, das platzt dann auseinander, das wird leer. Aber es bleiben Gedanken, Redo. Es ist dieses ewige Still des Nachplapperns, diese komplette Selbstermündigung eines Menschen, der nur immer permanent die Meinung von anderen nachplappert. Wo ich immer sage, ich will, dass du eine eigene Meinung kriegst. Ich werde dir deine Meinung nicht vorschreiben. Ich werde dir nicht vorschreiben, was du glauben sollst. Ich erkläre dir nur, was du bist und wie du funktionierst. Das ist das Einzige, was ich mit Holofeeling mache. Ganz genau. Und wenn dein Geist da ist, ein Hauch von deinem Geist und der zuhört, dann wird es immer bewusster, dass er nichts ist, weniger wie nichts. Ja, ganz genau. Wie heißt es denn, ich bin da an einer Stelle, wo ich sage, mein Menschensohn hat ein Riesenproblem, er versucht dir mit Worten etwas zu beschreiben, was schon die Worte vernichten. Das ist wie wenn ich sage, erklär mir mal, beschreib mir mal, was ist nichts. Schon das Wort nichts, wenn ich benutze, das Wort macht schon ein Geräusch, ist schon etwas. Etwas genau. Das Darum ist sage ich ja auch hier wieder, für alle, die wissen, was ich versuche zu beschreiben, die das erahnen, dass sie das sind. Die werden viel Freude haben an meinen Beschreibungen, die es nicht wissen können, das tausendmal hören und werden es immer noch nicht wissen. Genau. Ja. War doch spaßig, bei dem Film da, wo sie dann, wo ich gestern verlinkt habe, da beim Verschränkungsfilm, macht er nachher dieses Experiment mit diesen zwei Koffern, wo er einen Handschuh reinmacht. In einem Koffer, da muss man schauen, wo er den Koffer aufmacht, was für eine Zahl da ist. 314. Der schöpferische Logos, der bewusste Gott öffnet und dann macht er die Kiste auf. Immer, das sind die Kleinigkeiten, die Welt spricht mit dir und du merkst dann auch immer mehr diesen Satz, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es die größten Dunkelheit sind. Aber Es Frank. sind nur Rezitiermaschinen, reine Rezitiermaschinen, die nie selber gedacht haben und die wir uns jetzt ausdenken, die so sind, können sich nicht raussuchen, dass wir die jetzt denken. Wir sind eins drüber. Und umso mehr dir das klar wird, erwartest du auf der Richtung gar nichts mehr, das ist nur noch lächerlich. Ja, ganz genau. Umso mehr sich in unseren Traum einer aufbläst, umso mehr merkt er gar nicht, dass er aus geistiger Sicht sich eigentlich erbärmlich verhält. Aber es ist halt der Charakter, den wir zu erkennen haben. Ja, genau. Oder jetzt die Streitgespräche hier. Es ist ja alles immer aktuell, das Zeitgeschehen oder Höhnes. Ja. Diese Ambivalenz zwischen diesen Ja. zweierlei Maß. Es geht ja nicht, ob die Richter zweierlei Maß sprechen. Frag einmal hier FC Bayern-Fans, wie die zweierlei Maß sprechen. Dieselbe Situation, aber nicht ihr Präsident. Genau. Dieselbe Situation, irgendein Chef der Deutschen Bank. Naja, damit er Dann niedergeht. würden sie sagen, der muss auf ewig ins Zuchthaus. Da würden sie fast nach der Todesstrafe schreien. Aber der Uli hat ja so viel Gutes getan. Der hat ja 5 Millionen gespendet. Da kann ich ja, wenn ich 27 Millionen hinterziehe. Weißt du, man wird blind, man wird Ja, total man ist betriebsblind. Oder jetzt, wo ich immer sage, in der Krim, selbst in den offiziellen Medien, wir reden ja jetzt von Worte und wir denken uns das aus. Ich betone immer wieder, da außen ist nichts. Es gibt nur deine Gedankenwelt, die du mit deinem Intellekt aufbaust. Was wollen die eigentlich? Es ist hier selbst in den westlichen Medien wird darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Krim-Bevölkerung will zu Russland. genau. Punkt. Ja, aber die Krim gehört zu der Ukraine und dann muss die bei der Ukraine bleiben. Das ist doch ein Blödsinn. Was ist das Demokratie, wenn die das doch wollen? Ja, genau. Naja, Es das ist ist, Demokratie ist so eine unendliche Falle. ja. Und vor allem diese Illusion von Freiheit, dieses vermittelt,
dass ich immer wieder sage, egal ob du jetzt selbst gebildete Leute, wenn du hast, es sind Rezitiermaschinen. Sehr Ob ich gut. jetzt ein Physikbuch rezitiere, natürlich nur die Fassung aus dem Jahrgang, den ich gelernt habe, hast du ein Physikbuch von 1300 etwas, was du was ganz was anderes als Professor erzählen wie jetzt, weil du anderes Programm hast. Ja, ganz genau. Erst wenn ich mir darüber Gedanken, eigene Gedanken mache, was bin ich eigentlich? Ja. Wenn ich natürlich den Axiom verfangen bin, dass ich ein sterbliches Säugetier bin, das auf einer Erdkugel lebt, habe ich schon verloren. Und die Axiome ist halt ein Glaubenssatz, eine Theorie, eine Sichtweise, die einfach nicht mehr in Frage gestellt wird. Ganz genau. Das Gefängnis, ja. Das ist das Gefängnis, von dem ich schreibe. Indem du dich selber einsperrst, du hättest die Freiheit, es anders zu sehen. Genau, ja. Ja, schon verrückt. Und das ist immer, wo ich sage, es reicht, wenn ich es begreife. Ich und ich bin du. Nur ich muss verstehen. Hast uns einen guten Dietrich gegeben, dass wir die Tür aufmachen können. Sie war ja schon immer Ich offen. war schon immer offen, aber darauf hingewiesen, dass sie offen Ja, ist. genau. Du weißt doch, das, den alten Witz, hier, wo einer hier steht und steht und er kommt nicht rein und kommt nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Okay. Und was steht dann als seltsames Schild? Da hat er nicht gehabt. Der drückt und drückt und die Tür geht nicht auf. Was steht drauf? Bitte ziehen. Man muss halt lesen. Ja, genau. Man muss lesen, was da steht. Ja, es ist unfassbar. Unfassbar genial, das Ganze. Und wenn man es mal erahnt oder wenn sich es mal so einigermaßen gesetzt hat, ich weiß nicht, wie weit sich das noch setzt, noch mehr setzt bei mir, aber es ist eigentlich so einfach, das ganze Prinzip. Es ist so Immer wieder, bitter. Es ist was ich verrückt. widerspricht, Redo, was sich widerspricht, Ja. ist auf einer höheren Ebene eins. Mhm. Und auch beim Blichter zum Beispiel, in dem Blichtervortrag, wo hier ganz klar wieder der Aristoteles durchkommt, dass hier zum Beispiel Urknall ist eine totale Lüge und ein totaler Blödsinn, weil ex nihilo, aus dem Nichts kann nichts entstehen. Das Nichts ist Geist, das Nichts ist Energie. Aus dem entspringt alles. Das, was immer ist, das ist El Hayom. Und da du Unterschiede bloß siehst und die ganzen Elementarteilchen natürlich eher als Chemiker sind unabhängig vorher schon da. Und wenn sich was widerspricht, kann bloß eins stimmen. Das ist so ein unendlicher Schwachsinn. Kann man tausendfach einfach widerlegen. Ich sage, zeig mir die Weisen einer Welt, wir denken uns eine Welle. Der Wellenberg und das Wellental widerspricht sich. Nein, da kann nur eins davon richtig sein. Hell und dunkel, mein Beispiel. Wenn es hell ist, kann es nicht dunkel sein. Es hängt davon ab, wie eng dein Fokus ist. Die Globalbewusstsein, was du das eindeutig Richtig, ja. sagst, ist, wenn es nicht hell wäre, wäre es auch nicht dunkel und umgekehrt. Wenn es nicht dunkel wäre, wäre es nicht hell. Du siehst den Unterschied. Egal, was du anschaust, es ist, geht das genaue Gegenteil im selben Moment deinen Hintergrund. Und wenn wir von Einheit denken, dann ist die Vielheit da. Genau. Das ist diese Hierarchie, muss man verstanden haben. Kann man tausendmal, kann immer wieder, wenn ich reingehe, wenn du das große PDF-Datei nimmst, vollkommen, weil ich jetzt erst so einen Fall wieder hatte, wo einer meint, er müsste mir mit Bibelsprüchen, mit Arbeit, es ginge um Arbeiten. Also das ist erstens so vielfältig. Und da habe ich ihm nur den Tipp gegeben, nimm die PDF, das habe ich aber bewiesen schon, wenn beweis es mir, also müssen wir zuerst einmal klären, was verstehst du unter bewiesen, nimm die große PDF-Datei, mach Steuerung F. Und dann gib bewiesen ein und dann rasterst du diese 4000 Seiten durch und nicht nur, wo der stehen bleibt, sondern lies immer in einem höheren Kontext. Hab die Demut, auch wenn du meinst, es ist nicht. Geh das Ganze durch und dann wirst du ganz, wenn du das wirklich bewusst im Kontext immer jedes Mal lesen musst, wirst du eine ganz andere Einstellung kriegen zu dem, was für dich bisher bewiesen war. Genau. Ja. Bewiesen für einen normalen Menschen heißt, ich glaube es und ich stelle es nicht mehr in Frage. Kann man es überprüfen? Da wirst du feststellen, dass 99% von dem, was du als bewiesen ansiehst, 99,99%, dass es in keinster Weise möglich ist, das zu überprüfen. Ganz genau. Wenn der Blichter als Chemiker oder die Quantenmechaniker, der zwar Blichter wieder hier auf CERN und auf die ganzen Idioten schimpft, dann natürlich und macht aber dasselbe. Der ist wie die Esoteriker, die so spirituell sind und permanent sagen, das kann man sogar wissenschaftlich beweisen. Das ist ein Widerspruch, das ist wie historische Fakten. Ein Widerspruch in sich selber, das ist Materialismus und Geistlosigkeit hoch 25. Und jetzt kippt es um, dass genau umso gescheiterne daherreden, umso mehr merkst du, umso wie geistlos die sind. Aber kann ich das an Gedanken, den ich denke, vorwerfen, wenn ich bewusst werde?
Jetzt sind wir wieder, kann ich ein Tier in der freien Natur vorwerfen, dass es so ist, wie es erschaffen wurde? Kann ich einer Romanfigur, einer Märchenfigur vorwerfen, dass es so ist, wie sie ist? Das Schuldige liegt beim Schöpfer. Ja, genau. Wenn wir jetzt das einmal so biblisch nehmen. Ja. Der, der diese Charaktere erschaffen hat in der Geschichte, das gilt auch für die Dora. Ja. Ja. Und der, der die Tiere erschaffen hat. Aber Trockennasenaffen sind auch bloß Säugetiere. Ja. Mit einer Vielfalt von Charakteren. Ja. Wie die Romanfiguren, die Protagonisten. Und wieso ist es so, dass wir unterhalten werden? Ja. Ja. Dass wir uns dieses Spiel zwischen Gut und Böse, kann man zuerst einmal beobachten, da du ja dich selber als Trockennasenaffe siehst, wo klatscht du Beifall und wo bei jeder Diskussion, wo ich dir sag. Ja, genau. Ja. Die Verlagerung des Bewusstseins. Ich beobachte mich. Das heißt, ich beobachte als normaler Mensch, als Körper, das heißt einmal, was erlebe ich um mich herum. Das wird jetzt sekundär, weil jetzt wird es viel interessanter zu beobachten, wie ich mit meinem Programm- und Wertesystem und Interpretationssystem diese Bilder interpretiere und wie ich die werde. Das geht schon los, wenn es Klingelingeling macht. Dann werde ich nämlich feststellen, weil es klingelt, denke ich mir eine Vergangenheit aus, dass mich einer anruft, die vorher nicht da war. Vergangenheit ist nie in der Vergangenheit, sondern die ist jetzt, wenn ich sie jetzt denke. Aber ich merke jetzt, dass ich die Kausalität umdrehe. Genau. In jeder Beziehung. Dass ich mir einrede, meine Mutter hat mich auf die Welt gebracht. Diese Mutter, die ja nur existiert, wenn ich an sie denke. Das heißt, ich erschaffe die Mutter durch mein Denken. Ja, ganz genau. Und mich, jetzt denke ich mich schon wieder als kleines Trockennasenäffchen. Ich bin der, der sich das ausdenkt. Da muss ich hin, das ist die Richtung. Das ist kein esoterisches Geschwätz, das ist für einen Geist, weil das immer offensichtlicher. Ja, ganz genau. Das ist fassbar, ja. Und das, die Freiheit, jetzt, das Schöne ist, dass dir immer mehr bewusst wird, dass ich muss es verstehen. Und wenn ich jetzt merke, dass ich ja Bestätigung haben will von anderen, dann hast du dich schon wieder aufgegeben, dann hast du dich schon wieder unter die gestellt, weil dann magst du die mächtiger wie dich selbst. Das ist, man zieht sich raus und die Hierarchie ist, wie gesagt, ich beobachte mich, was ich erlebe und jetzt ist wichtig, der Fokus verlagert sich, wie interpretiere ich das? Jetzt habe ich das ja schon eingepackt in meine Metapher mit dem Film, mit den Zuschauern im Kino. So, solange ich glaube, ich bin die Figur in dem Cyberspace, ich bin das Männchen im Videospiel, im Film. Kannst du ganz vergessen. Ja. Wenn ich der Zuschauer wäre, kommt erst die Stufe, dass ich beobachte, aber immer noch mit dem Wertesystem. Ja. Ja. Dann wird jetzt der Film sekundär, sondern die Wertung wird interessant und da ist jetzt wieder einer drüber. Und so wie die im Kino den Film anschauen und der Film interessant ist, ist der, der in die Köpfe der Werder, der Interpretationssysteme reinschaut, hochinteressant, wie unterschiedlich man ein und dieselben Bilder interpretieren kann. Ja. Das ist denn sein Film, der ist eins drüber. Und der will das aber nochmal verändern und der wertet nicht. Der schaut bloß, wie unterschiedlich man ein und dieselbe Sache interpretieren kann. Ja, ganz genau. Da geht es nicht mehr darum, sich in den Kopf zerbrechen zu müssen, was glaube ich jetzt oder was will ich haben. Ja, ganz genau. Das ist eine Riesenbefreiung. Riesenbefreiung natürlich. Ja. Es ist bedingt natürlich das Sterben des eigenen Glaubenssystems, dem alten Programm vom Reto, das stirbt natürlich. Es ist immer noch da, aber ich durchschaue das jetzt und das ist du bist es nicht mehr, verstehst du? Ich bin es nicht mehr, genau. Ja. Das ist die Verwandlung. Ganz genau. Und immer wieder, wo ich sage, lass doch mal den Film, lass mal nochmal weiterlaufen, der Schauspieler, der jetzt bewusst der Schauspieler wird, der nur die Rolle vom Reto spielt. Ja, genau. Dein Leben ist nicht abhängig von der Rolle Reto. Ja. Genau, ganz genau. Das ist die Erkenntnis. Ja. Die Redo-Rolle, wenn der Vorhang fällt, bist du immer noch da. Ja. Ich habe dir versprochen, Redo, der Geist, ich nenne jetzt das Redo, eigentlich unpersönlich, du Geist, der du jetzt diese Worte aufmerksam zuhörst, ich verspreche dir, dieses Gefühl von ich wirst du nie mehr verlieren. Es ist im Prinzip, wenn wir eine Stufe runtergehen, auch innerhalb des Lebens, des Menschen, das du jetzt durchlebst. Ja. Bist du immer dasselbe Ich gewesen, egal ob du dich jetzt als 20, 30, 40-Jährigen denkst, dein Ich war immer dasselbe. Der Mensch, der das erlebt hat, guter Mensch erlebt noch nichts, weil er Programm ist, aber wir gehen einmal in diese normale Denkweise. Du warst immer dasselbe Ich, das Ich hat sich nicht verändert. Und dann kriegst du auch nicht das Gefühl, dass du älter wirst, wenn du mal deinen Körper beiseite schiebst. Dass wenn du da sitzt und vor dich hinsinnierst über irgendwas Banales, was weiß ich, du machst dir Gedanken, meinetwegen hier, wo gehe ich jetzt zum Spazierengehen hin oder über irgendwas, ja. Da wirst du feststellen, dass in dem Moment dieses Ich vollkommen zeitlos ist. Ja,
Das ist dasselbe, egal welchen Körper du dir jetzt dann ausdenkst, dass wenn du über irgendwas, was jenseits von deinem Körper ist, Gesundheit oder so, dass das immer das gleiche Ich war. Ja, ganz genau. Ob du jetzt als Kind irgendein Baumhaus oder Lager oder was bauen willst und rumbastelst, da ist ein Ich, das spielt halt innerhalb seines möglichen Intellekts mit Bildern, oder ob du dann 70, 80 bist und dir Gedanken machst, wie ich meinen Gartenteich ordentlich. Ja. In dem Moment, wo du dieses denkende Ich bist, ist das komplett dasselbe. Absolut, ja. Absolut. Und das ist Bewusstsein, dir wird immer mehr bewusst, was du bist. Du bist was anderes wie ein Gedanke, den du denkst. Ja. Weißt jetzt, wie oft ich das wiederhole und wie wichtig die Wiederholung ist. Ist auch interessant, der Beobachter in mir ist so wach, dass mir sogar bewusst wird, wenn jemand meinen Namen ruft, nur so, dass ich auf das reagiere. Das ist Wen doch. erzählst du das? Du bist doch ich. Ja, das Man ist. schaut einfach hier, was da rumbröselt. Weil dann mein Programm reagiert auf Reto, oder? Das ist, ja, ich habe dann zu Diana gesagt, eigentlich wärst du ganz frei, wenn du nicht mehr reagieren würdest, wenn jemand ruft. Ja, das ist aber dann immer wieder, dann, das ist schon hier in einer gewissen Art und Weise, wo ich dann sage, wo man sich dann in diesen buddhistischen Wahnsinn, wir wollen uns ins Ja. Nirvana in die Stille meditieren, dass wir dann mal reinkarnieren. Also ich spreche aus eigener Erfahrung bei aller Bescheidenheit, es gibt nichts Geileres, wie sich tausende Male zu reinkarnieren. Ja, das glaube ich, ja. Aber erst dann, wenn man es bewusst macht. Ja, ganz genau. Ja. Also ich habe einen heiden Spaß an dem Udo, den ich jetzt in einem Traum spiele. Ja, In dann. unseren Traum, dein bezieht sich auf den Geistesfunk, der generiert wird durch das Programm Redo. Wenn du der Redo bist, ich könnte auch sagen durch das Programm I oder irgendeinen Namen, auf jeden Fall ist in dem Programm die Figur Udo drauf. Das, wo ich sage, ich habe die Programme gemacht. Und jetzt spiele ich innerhalb von dir die Rolle. Du weißt, da geht es immer wieder, das ist ein Brösel wie alle anderen Brösel auch. Dann verschwimmt auch das Wort von Liebe. Wenn ich sage, ich liebe dich, dann spreche ich immer wieder, ich rede in einer anderen Qualität. Das kann ich zum Redo sagen, ich bin hundertprozentig nicht schwul. Wobei es wahre Liebe gibt es nur zwischen Männern. Oder jetzt hier der Diana, wo ich sage, ich bin ja nur als Brösel, aber ich bin ja du. Das ist ja, wenn sie dich streichelt, streichelt sie eigentlich mich. Und da sie ja ich ist, streichelt sie sich selber. Und umgekehrt. Das ist das, was die Einheit wird. Und du kannst die nur in der Vielheit genießen. ganz genau. Aus der Einheit heraus gesehen. Und das ist halt ein Riesenunterschied, wo ich sage, ob das einer nachschwätzt, wenn wir jetzt uns unsere Esoterik-Szene ausdenken, wenn das nur nachgeschwätzt wird, oder ob es dann wirklich auch du das zum Leben anfängst. Und da wirst du dich zwangsläufig zurückziehen von jeder Sekte, von jeder Gruppierung, weil du nicht mehr das Bedürfnis hast, Welt beglücken zu wollen, dich vergrößern zu wollen. Du wirst aber nicht mehr müde, in einem ganz kleinen Kreis unter zwei oder drei oder vier, wenn man zusammensitzt, hier zu jonglieren, mit Worten zu spielen und ein Bewusstsein zu werden. Und dieses eine Bewusstsein ist was anderes wie eine Gruppe, die meint, die anderen Gruppen die Welt verbessern zu müssen. Da hast du das zweite Gebot noch nicht gecheckt. Mach dir kein Bild von Gott. Ich sag zu dir, ich bin du, mach dir kein Bild von dir selber. Egal an was du denkst, das bist nicht du. Du bist der, der sich diesen Gedanken anschaut. Dazu brauchst du einen Denker und den denkst du dir auch aus. Das war immer wieder dieses, was ist mächtiger, ein Denker oder der Gedanke? Selbstverständlich, der Denker bestimmt die Gedanken. Jetzt sind wir eins drüber. Von uns aus gesehen ist der Denker auch nur ein Gedanke. Und pass auf, der Denker macht sich Gedanken. Wir machen uns jetzt Denker und mit vielen Denkern, die wir benutzen, können wir noch mehr Gedanken machen, wie bloß mit einem Denker. Aber der Geist, der sich jetzt den Denker ausdenkt, ist ja schon wieder was Ausgedachtes. Das ist unser roter Geist und da ist noch einer drüber. Das kriegt dann diese Vielheit, platzt dann eben in diesen Spiegeltunnel extrem auf. Aber das ist letztendlich nur Facetten von dem einen Geist. Ich könnte sagen, Ella Jom ist es Wasser. Und alle Wellen und alle Tropfen und alles, was daraus ist, es bleibt dasselbe Wasser. An und für sich in Ruhe ist es ein und dasselbe Wasser. Das ist die Lampe im Projektor, da flackert nichts. Jetzt ist interessant, wenn wir uns jetzt die Metapher umformen, wir machen unser eines Licht in unseren Tetraederspiegel, das flackert auch nicht. Jetzt könntest du sagen, ja, die gespiegelten Facetten drumherum flackern ja auch nicht. Das ist richtig, wenn ich die alle gleichzeitig anschaue. Was jetzt aber ist, dass das eine Licht in der Mitte seinen Blickwinkel verändert und dadurch flackert es, Ja, genau. obwohl nichts flackert. Ja. Es ist eine Veränderung vom Blickwinkel.
Genau. Und jetzt ist aber immer wieder, wo ich sage, das Geist bewegt sich nicht durch Raum und Zeit. Du hast dich mit der Relativitätstheorie beschäftigt, ist ja schon mal zuerst im ersten Band, im Band 8, ist ja das ganz laienhaft mit der Rakete. Und da haben wir doch auch schon wieder, wir denken unser Mond und eine Erde aus. Wo ist der Mond und wo ist die Erde? Das wäre jetzt eine ganz einfache Erklärung auch zu der Verschränkung. Genau. Wo ist der Mond, den wir uns jetzt ausdenken? Wo ist die Erde? Oder mein Bing-Beispiel. Warum kann der Schlegel das Glas nicht berühren, weil es nicht auseinander ist? Ganz genau. Ja. Das wäre die korrekte Erklärung. Ganz genau. Ja. Es ist nur auseinander gedacht. Ganz genau. Ist Es ist das, was ist, es ist ein Faktum. Das ist das, was ist. Also die Frage, wie lange das Licht von hier nach hier braucht, muss ich mir jetzt Zeit denken. Und Ja. dann ist halt einmal so, dass 1000 Jahre genauso lange dauern wie eine Sekunde. Ganz genau. Die löst sich völlig auf. Jetzt, wenn ich den Satz hinsetze, mit einem Materialisten kannst du das nicht kommunizieren. Geht Wenn nicht. ich immer sage, pass mal auf, denk dir jetzt vor, genau mal Zeitlauf unten, YouTube-Video, den kleinen Reiter, wenn er rüberläuft. Und da haben wir ein ganz kurzes Video, wir drücken auf Start und dann kommt 1000 Jahre. Stopp. Und jetzt machen wir ein zweites Video, wir drücken auf Start, eine Sekunde. Stopp. Haben jetzt die 1000 Jahre länger gedauert wie die Sekunde? Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Was macht aber deine Interpretation draus? Das Sich, ist Raum wie Zeit. Raum wie Zeit, Dunkel, Jetzt ja. denken wir uns die Erdkugel und das Sandkorn. Ist der Gedanke an die Erdkugel größer wie der Gedanke an das Sandkorn? Es ist immer nur, du siehst, was du interpretierst und was du dir vorstellst, vor dich hinstellst, was du zeitlich vor dich ausspannst, was aber letztendlich nur hier und jetzt in dir ist. Genau. Wenn man es einmal hat, dann hat man es, ne? Hat man es. Ja, dann hat man es. Ja. Und man darf sich da nicht verunsichern lassen, dass man jetzt meint, die Gedanken in einem müssen es auch Ja. so leicht nehmen. Ja. Weil du wird dich das Leben, wenn du losmarschierst, und das siehst du ja, wenn du nur mit Bekannten zusammen bist, selbst wenn eine in Ansätzen Interesse, ich benutze mal das Wort heucheln, wenn sie wirklich Interesse hätten, würden sie nicht so oft Ja, Aber sagen, sondern einfach sei Zuhören. still und wisse, du bist Gott. Ganz genau. Dann schreit sofort wieder das Ego auf, aber das ist Blasphemie, ich kann doch nicht behaupten, ich bin Gott. Wer bestimmt jetzt das? Ich. Ich ist so blöd zu bestimmen, dass es nicht Gott ist. Und diese absolute Bestimmung ist göttlich. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und du bestimmst dir deinen eigenen Tod, indem du bestimmst, dass du ein Zeuge dir bist. Das, was nur was Ausgedachtes ist, das eigentlich schon jedes Mal sich auflöst, wenn du nicht dran denkst, wenn du an den Körper nicht denkst, ist er nicht, dann bist du immer noch da. Du wirst dann merken, das gilt auch für den Menschen, für das Programm. Dann erweitert sich das weiter ein neues, ein, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du ein vollkommen neues. Und du siehst, ich halte meine Versprechen. Schon innerhalb dieses Traums Absolut. behaupte ich jetzt, dass das Leben vom Redo ganz anders ist, wie hier und jetzt ausgedacht vor UB. Massiv, ja. Massiv. Ist immer nur ein Vorschlag. Ich kann nur die Tür aufmachen. Die Es ist kein Qualität. Locken, gar nichts. Es ist ganz neutral, wie der Wegweiser, der da steht, wenn du irgendwie merkst, da ist was anders. Weißt du, erinnere dich einmal hier und jetzt, was in den Redo abgegangen ist, wie du das erste Mal die Offenbarungsschriften Ich bin und so gelesen hast. Es ist immer bei einem, da ist irgendwas anders. Ja, absolut. Ja. Und das sind so viele weiße Schriften, die es gibt. Unendlich viele. Aber du merkst dann auch immer, wo Inge zum Beispiel hier, das unpersönliche Leben, da ist eigentlich alles drin. Und da hatte ich Inge jetzt zeitlich gelesen, da kann ich dir so viel sagen, gelesen, das hatte Inge ja schon vor 40 Jahren gelesen oder vor 30. Das war ihr Bibel, sagt sie. Was sie aber nicht dran, sie musste trotzdem das Leben der Geschäftsfrau noch viele Jahre leben. Weil an und für sich, wenn man das verstanden hat, lässt man alles stehen und liegen und ist einfach bloß noch. Und das war jetzt nicht negativ, sondern du musst das Leben, den Film laufen lassen, bloß. Was man dann feststellt, dass hier eigentlich, wenn man es verstanden hat, ist man dann in den Zustand, in dem du jetzt bist, hättest du dann eigentlich schon vor 40 Jahren sein müssen. Aber gibt es vor 40 Jahren überhaupt? Ist es nicht ein Gedanke, dass wir jetzt durchschauen, dass da nie was war? Das ist der Wachwerdeprozess. Und da sitzt man da und ich sage, ich habe dir gesagt, auch mit der Dora, wenn du das magst, auch da kommt einmal der Punkt, wo es dich
jetzt nicht negativ gemeint langweilt, weil du merkst, es stimmt eh immer. Ja, genau. Weißt du, ich Aber entdecke was immer heißt es, Poesie. dein Geist ist unendlich beweglich, Mann. Das ist in Gesprächen, dass du immer wieder im Jetzt holst, wenn einer antwortet oder was, was du merkst. Was, ich sage immer wieder, wer bestimmt jetzt das? Wenn ich kann doch nicht und ich muss doch so unterschwellig, so wer bestimmt jetzt das? Genau. Ich, dieses Ich, das du bestimmen lässt. Ja, genau. Und wir mischen uns nicht ein, wir schauen bloß diese Ichs an, was die alles für sich bestimmen in Bezug auf die Figuren. Und so machen wir es dann. Genau. Wie ich immer wieder sage, jeder ist Richter in Bezug auf seinen Intellekt über alles, ob die Erde eine Kugel ist oder eine Hohlkugel ist, ob das eine Matrix ist, du bestimmst es. Nicht irgendwelche Wissenschaftler. Wenn du das die Wissenschaftler bestimmen lässt, bist du ein Abziehbildchen, dann hast du dich entmündigt und lebst du eben in der Welt, die du nachplapperst. Du hast die Freiheit, dir das rauszusuchen. Ich habe dir viele Denkmöglichkeiten in deinem Traum, prinzipiell ins Internet, hast du so viele Möglichkeiten, was du glauben kannst. Du wirst natürlich nie was Neues kriegen, wenn du die Möglichkeiten erst einmal mit deinem momentanen Glauben rasterst. Wie ich sage, wenn du Intellekt, das sage ich so oft, wenn du Intellekt bewundern willst, dann setz dich am Computer und geh ins Internet. Du wirst keinen Fleischklops, keinen Trockennasenaffen vor dich hinsetzen können, der dir wirklich so viele Antworten auf deine Fragen geben kann, Suchbegriff eingeben und ich sage dir nicht nur eine, du kriegst sogar tausende Antworten. Oft, je nachdem, was du abfragst. Eine unendliche Vielfalt. Aber jetzt kommt die Schwierigkeit, dass solange in dir der Glaube ist, was soll ich jetzt davon glauben, filterst du dann doch mit deinen Glauben, das wird dein Glauben nicht verändern. Das Stochast, die schöne Beschreibung über stochastisches Denken. Haben wir ja auch mit drin. Merkst du, das sind schon ganz am Anfang von Ich bin. Wenn wir jetzt sagen, was ist eine Illusion? Durchschauen, was Axiome sind, dass man sich davon löst, dass man eben nicht mehr blind was als wahr nimmt, ohne das in Frage zu stellen. Und was ist dieses stochastische Denken? Dass ich einfach mich beobachten muss, will ich es haben oder will ich es nicht haben, weil dann liege ich schon fest, ob ich jetzt permanent nach Fehlern suche oder nach positiven Sachen suche. Das, ich muss der Beobachter werden von der Maschine, die das macht. Und dann wirst du immer mehr ins Verstehen und in die große, allumfassende Liebe kommen. Und das ist ein intimer Akt, um so immer wieder, ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Nur diesen Geist, der Gedanke von dir kann nicht wach werden. Der kommt und er geht. Und wenn du auf allen Ebenen gleichzeitig bist, wird das sehr, sehr interessant. Da kann man hier ein Spiel machen und sich überraschen lassen und du willst dann damit in die Zukunft schauen. Wie immer sagt man, macht eine grobe Planung, dass du merkst dann immer wieder, dass man wieder hochrechnet. Dann ist aber schon wieder ein Wollen. Man lässt es einfach fließen, es kommt, wie es kommt. So wie wenn du ein spannendes Buch liest und dich von Seite zu Seite überraschen lässt. Und zwar ohne Angst, dass dir was passieren kann. Weil mir als Leser passiert nichts, wenn ich die Geschichte lese. Immer wieder der Geist, der es erlebt, dem kann nichts passieren. Verwechselt der Geist sich mit einer Person in seinem Traum und er glaubt, dieser Gedanke von ihm erlebt es. Dann ist er in der Vergessenheit, das ist das, was man schlafen nennt. Ganz genau. Jetzt stürze ich mich wieder in die Tora rein. Hat noch tolle Stellen drin da. Ich finde immer wieder Ach, schön. der unendlich. Reto, das ist ein Fass ohne Boden. Das was merken immer wieder, wenn da mal so, ich sag mal, Langeweile hochkommt. Du magst es ja jetzt eh hauptsächlich, aber du kannst da rein, das ist immer unendlich. Aber das wird dann, wenn du den Wortschatz hast, kannst du auch in Physikbücher reingehen. Das ist dasselbe System, magst du praktisch, egal welche Schrift du hast. Und es stimmt immer. Es stimmt. Ich sag, gibt es keinen glückseligeren Zustand, wie dass du dich an nichts mehr reibst, sondern bloß immer schmunzelst, wenn du die Worte drehst. Du magst, ich kann es so sehen und so sehen. Ganz genau. Ja, das ist eine Riesenfreiheit. Das muss man sich erarbeiten. Ja. Durch das sehe ich immer wieder, das ist den Geist schulen. Investiere keine Energie in etwas, was die Motten zerfrisst. Du merkst, meine Worte sind immer top aktuell. Kannst du machen, aber es wird so wie die Sachen, kannst du Haus hinstellen, es wird dir zwischen den Fingern zerrinnen, dein Körper versuchen, jung und fit zu halten. Ich sage mal wieder, du kannst jetzt joggen, wenn du das magst, das ist immer das Warum, weil du meinst, dass dein Körper dadurch länger lebt. Die Maschine, die Zeit wäre besser investiert, wenn du deinen Geist beweglich machst. Genau. Weil das nimmst du mit, das bleibt dir ewig. Ganz klar. Aber da muss man schon den Materialismus ein gutes Stück überwunden haben. Ja.
Da habe ich mich in früheren Leben ausgetobt im Sport. Genauso fanatisch oder extrem, wie ich es heute jetzt im Geistigen mache. Das ist auch, das habe ich auch beobachtet. Wenn das Programm Reto was macht, dann macht es immer extrem. Aber das ist halt so angelegt in mir. Aber Es ist so angelegt. das ist dann Es ist nicht. ja, weil gerade jetzt kommen wir mit Fußballen, was sagst du zu unserem Uli, zum Hoeneß? Freispruch. Ich habe gerade mit die Donis geskypt, wo ich sage, das ist hochinteressant. Jetzt sind nur Medienberichte, wir schauen ja nur, was wir vorgesetzt bekommen. Diese Bayern-Fans, für die ist er ja Gott. Ja, Und ich habe dann nur gesagt, diese Zweischneidigkeit wieder, wenn jetzt dieselbe Situation, das nicht ihr Uli wäre, sondern irgendwas, was ich, irgendein Vorstand von Bayer oder von der Deutschen Bank, dieselben Leute, dieselben Charaktere würden komplett anders urteilen und richten. klar. Das siehst du nur, wenn wir die Dortmund-Fans nehmen jetzt. Die sagen alle, der Hoeneß muss weggesperrt werden. Und ich sage immer, zuerst über einen schwebt, wer keine Schuld hat, der werfe den ersten Stein. Ganz genau, ganz genau. Die Vergebung, zuerst einmal, dass wir alle Charaktere freisprechen. Ja. Es sind Märchenfiguren, die sich das nicht raussuchen können, so wie du alle Tiere freisprechen musst. Ja. Werf einer Katze nicht vor, wenn sie eine Maus fängt, dass sie die Maus tot macht. Dann kannst du nur sagen, die ist ja grausam, die foltert die ja noch, wenn sie vorher noch spielt mit ihr, bevor sie sie in Goros dann gar fertig macht. Nein, das ist natürlich, das ist eine Katze, die darf das. Genau. Weil die ja so von Gott erschaffen wurde. Aber ist nicht auch ein Hoeneß und alle anderen Charaktere und ein Hannibal Lecter so vom Auto erschaffen worden, das Leben? Ein Redo, ein Udo? Klar, ganz Konnte klar. sich das einer raussuchen? Falsch. Ein einziger kann sich's raussuchen, der es macht. Der kann sich raussuchen, wie er es macht. Aber da musst du ich werden. Dann wirst du feststellen, das bist du selber. Der sagt dann, ich nehme alle Schuld auf mich. Ja, genau. Ich hab's gemacht. Und dann, ich hab's gemacht. Ich bin schuld. Die Schulöffnungen. Die Schuld ist ja immer interessant. Wir können ja die Schulöffnung lesen. Wir können aber auch Schuh, Schinwaff ist ja das Nicht, Das die nicht, Leere. ja. Und LED sind die Lichtöffnungen. Ja, Haben wir genau. es dann schon wieder? Das sind deine Gedankenwelt. Ja, genau. Wunder mich eh immer wieder, dass mir permanent von den Idioten vorgeworfen wurde, dass ich sie träumen lasse. Ihnen wäre es offensichtlich wichtiger, dass sie nicht träumen. Dann wären sie aber nicht. Genau. Dann wären sie ich. Ja. Und du merkst, dass das eine eigenartige Harmonie ergibt, wenn du immer wieder noch eins drüber bist. Ja. Dass alles bestens ist, wie ich sage. Der Wahn einer Figur in deinem Traum, die sich anmaßt, sie könnte an meiner göttlichen Schöpfung irgendwas besser machen. Die ist schon vollkommen. Nur deine Sichtweise ist nicht vollkommen. Ganz genau. Ganz genau. Und die musst du vervollkommnen, dazu brauchst du allumfassende Liebe. Einfaches Gebot, alles drin, liebe deine Feinde. Heißt schlichtweg, liebe alles, wo deine Logik jetzt sagt, das ist schlimm, das ist gefährlich, das ist böse. Liebe das ganz aufrichtig und wisse, das ist genau die Seite, die dir fällt. Wenn du die nämlich von dieser Seite des anschaust, wirst du feststellen, die ist genauso logisch und richtig wie deine jetzige Seite. Und dann kippt es um, dann fängst du nämlich das, was du vorher geliebt hast, zu hassen an. Ganz genau. Das ist immer wieder, du kannst jetzt an die Diana denken, jetzt kannst du sagen, die liebe ich und ich sage zuerst einmal, die kannst du nur lieben, wenn du sie hast. Ja. Und das, was du hast, muss vernichtet werden, also fresse sie auf. Mach ich. Du merkst, die Bilder muss man nur richtig deuten. Ganz genau. Ach ja, noch sehe, wie sie aufblüht. Das ist wunderschön. Da macht es auch nur noch. Da kommt sie, erzählt wieder, was nicht Es sieht man. bleibt immer wieder, und das ist dann das höhere Eins, wo ich sage, die rechte und die linke Hand ist der Genuss, ist immer der drüber steht. Dieser eine Geist genießt. Du genießt es an der Diana und umgekehrt, aber es ist ein Genießer nur. Das ist der sich's anschaut. Das ist der Genießer musst du werden. Der ewige Genießer, dann bist du ich. Wie habe ich euch einmal in so einem Anfangsspiel gesagt hier, ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Ich bin eigentlich der Genießer. Ich genieße, dass ihr euch genießt. Immer aus dem stillen Hintergrund. Und dann habe ich wieder welche, die hier total auf Chaos machen. Spannung brauchen wir ja auch. Wir brauchen ja einen Kontrast. Warum habe ich das nicht? Ich sage genau deshalb. Es ist immer wieder, ich erkläre dir, dass du Geist bist. Und das ist ein elementarer Prozess, wenn du auf jemanden neidisch bist. Dieser jemand ist ein Gedanke von dir. Und wie geistlos, mach dir doch bewusst,
du als Geist, der denkt, wie kannst du auf einen Gedanken von dir neidisch sein? Du bist doch viel mehr. Das ist ja wie ein Meer, das kann auf eine Welle, auf eine aufgeworfene Welle neidisch sein. Das Meer sagt, ich will dieser Wellenberg sein. Das ist doch krank, oder? Sich selbst vergisst dabei. Ganz genau. Gut, Redo. Udo, danke. Bis gleich. Ciao. Tschüss.